Landli. Oh mein Gott! Nein! Was? Ist das schon Bauer so Frau oder? Was? Wisst ihr, es ist was ganz schön Weirdes und Besonderes, dieses Video hier jetzt einzuleiten, denn heute vor genau 10 Jahren dachte sich ein 13-jähriger Herr Niklas Film, yo, das was Gronkh da macht, das kann ich schon lange. Und dann lud er jahrelang die cringigste, liebloseste und weirdeste Scheiße hoch, die man sich überhaupt nur vorstellen kann. Von schlechten Let's Plays, über geklaute Videos und Filmszenen, über random Aufnahmen aus meinem Leben, über so Themenvideos, über teilweise echt abgedrehte Sketche, bis hin zu dem, was auch immer ich jetzt gerade mache. Ich sag euch, von den 10 Jahren Niklas-Film war mein Kanal mindestens 8 davon in der Findungsphase. Und ich bin mir nicht mal sicher, ob ich sie jetzt wirklich verlassen habe. Aber trotzdem gilt es, diese 10 Jahre Niklas-Film heute gebührig zu feiern. Und außerdem will ich euch an den wirklich, wirklich einzigartigen Anfängen dieses Kanals sehr gern teilhaben. Deswegen habe ich das Team Niklas-Film zusammengekarrt und wir haben uns mal die ersten Videos angeschaut. Oder die ersten Jahre an Videos, die auf diesem Kanal hier veröffentlicht wurden. Und es ist wirklich... Da war Stuff dabei, das hat noch in der Ecke von meinem Kopf irgendwo geschlummert. Und dann war da Stuff dabei. Davon wusste ich selber nichts mehr. Also lehnt euch zurück, stellt euch auf wirklich üblen Cringe ein, aber trotzdem genießt diesen ersten Teil von dieser was weiß ich wie vielen Videoreihe und viel Spaß mit den Anfängen von Niklas Film. Na dann, Tag, Digga. Gönn dir deinen Anfangs-Gag. Wer ist nicht gut? Ja. Dann wird er nicht reingeschnitten. So einfach ist das. Ich mach mal das Mikro aus. Mhm. Und deswegen öffnen wir jetzt mal die Playlist, die ich erstellt habe. Mal sehen, ob man das schon sieht, wie viel da drin ist. Es sind nämlich... Ich hab Angst. 91. Ich habe noch 2 weitere hinzugefügt. Ich dachte, es wären 69, 89. Es sind 91. Ja, seid ihr emotionally ready? Es ist wirklich... Also ich habe in ein paar reingeklickt. Ich war so, ah, wird das ein lustiges Video? Ich weiß nicht. Dann habe ich in so 2, 3 reingeguckt und war so, ah, es wird ein lustiges Video. Übel. Wirklich übel. So, also, ich öffne hier mal das allererste Video. Mach das mal auf Fullscreen. Und nochmal zurück. Scroll nach vorne. Und jetzt macht euch gefasst auf die allerersten Worte, die auf dem Kanal Niklas Film jemals gesagt wurden. Okay, und soll ich auf die Leertaste drücken? Oder willst du eher Kontrolle darüber nehmen? Los. Okay. Ah, und wir gehen jetzt auf eine verbotene Insel. Du bist ja ein Baby! Ja, ich... Das Video kenne ich tatsächlich, glaube ich. Man ist ja immer so ein bisschen der Meinung auch so, ja, man selber hatte keinen Stimmbruch, man klang immer so. Du bist ja ein Baby! Ja. Ich hab gedacht, das wäre deine Schwester! Ja, und das ist das erste Video. Steve, der nicht redet und nicht gezeigt werden will oder in irgendeiner Weise vorkommen will, spielt GTA auf meinem Toshiba-Laptop. Der gehörte zum Inventar von der Arbeit meines Vaters, nur war der so alt, kaputt und langsam, dass der für den privaten Gebrauch so lange benutzt werden konnte, bis halt endgültig einen Geist aufgibt und dann halt abgeschrieben wird oder sowas in der Art. Und darauf habe ich GTA San Andreas zum Laufen bekommen. Wahrscheinlich absolutes Delay in der Steuerung auch. Ja, extrem, ja. Momentan ist ja alles ganz gechillt. Als ich auf die Insel bin, kam die gleich... Ja, hier ist das Fazit. Das ist nicht geflogen. Ja, aber er ist schön geflogen auf jeden Fall. Ja. Okay. Ja, es ist wundervoll. Das war das allererste Video. Und ich würde sagen, es ist so Pi mal Daumen das, was man erwartet von dem ersten Video, oder? Ja, hoffen kann man. Wow. Steve? Das ist Steve, ja. Und weil wir hier nicht hergehen dürfen, kriegen wir gleich... Das bist du? Ich bin aber gerade mitten im Stimmbruch, kann das sein? Ich dachte wirklich, das wäre deine Schwester. Kurz Moment. Dann Minecraft. Ja, hallo! Bist du. Hallo! Auf meinem Fernseher sogar, das muss man mal sagen. Das ist einfach geil. Ja, toll. Der Fernseher hat sich schon gefreut, dass doch meine Konsole angesteckt wird. Alter, die Stimme geht ja gar nicht. Ist nicht mal mehr geil, dass ich die Stimme kriege. Ich kann irgendwann mal kaufen. Das klingt wie Grundschule. Das ist wirklich... Wow. Okay, dass es nicht so ein schöner Kontrast ist, dafür entschuldige ich mich. Ja. Also das muss man wirklich sagen. Also,
Was mir sofort aufgefallen ist, ist der Kontrast. Das war das Erste, was ich gesehen habe, wo ich gedacht habe, oh, der Kontrast, wirklich, nee. Die ersten Schritte sind Blätter vernichten. Es muss sein, sonst ist man kein guter Spieler. Hält jemand die Kamera fest? Ja, ich. Aber wahrscheinlich auch rangezoomt. Also er hat kein Stativ. Nein. Wow. Ein Stativ? Ja. Jetzt musst du dich wirklich für den Kontrast entschuldigen. Jetzt sieht man gar nichts mehr. Ja, vor allem auch für den Bildausschnitt. Guck mal, Hauptsache Samsung. Ja. Product Placement. Blöde Engel da unten. Okay, also ich würde sagen, hier passiert nichts mehr. Nee. Ihr seid gestorben? Scheiße! Okay, also die zweite Let's Play-Folge ist eigentlich... Ah ja, genau. Die bringt mich nur auf ein Thema. Ich kann es eigentlich jetzt gleich mal machen. Euch ein paar Titel vorlesen. Und zwar, die vierte Minecraft-Folge hieß Plötzlicher Abbruch. Denn ich konnte zwar schneiden, weil ich habe ja davor schon DVDs und sowas gebrannt. Ich konnte zwar schneiden, ich habe es aber nicht gemacht, I guess. Denn viele meiner ersten Let's Plays sind danach benannt, was in dem Video schiefgegangen ist. Zum Beispiel plötzlicher Abbruch. Was wird da wohl passiert sein? Das Video war plötzlich zu Ende. Überraschende Verhandlungen heißt eine Minecraft-Folge. Okay. Aha. Schneemann-Golem-Dinger. Was? Schneemann-Golem-Dinger? Drogendeal und Ende. Offene Wand. Punkt, Punkt, Punkt. Danke, Creeper. Was wohl passiert ist? Helikopter-Fallschirmflug. Mit Sniper kommt man weiter. Das ist eine San Andreas-Folge. Let's Play GTA San Andreas. Verdammt, das ist asynchron. Lego Star Wars, die komplette Saga. Auch gut. Skype kommentarlos bei Tanky. Da ging die Aufnahme irgendwie nicht richtig. Schon wieder Überlänge. Okay. Let's Play Counter-Strike Global Offensive. Man kann auch mal schlecht sein. Ah, ja. Das muss dein Motto eigentlich sein. Bei deinem Kanal, man muss unten sein. Man kann auch mal schlecht sein. So auf dem Grabstein steht dann so. Er war manchmal schlecht. Folge 2, abgelenkt und Amoklauf. Oh mein okay. Gott. Okay. Skypro am Steuer, nicht schon wieder. Lachender Emoji. Informationen über kommende Videos. Let's Play Binding of Isaac. Nicht erfolgreich hochgeladen. Upload-Fehler, trotzdem noch hier gelistet. Skypro ganz leise. Ich war damals Skybro. Ganz leise. Ganz leise. Du warst Skybro? Gelaber über Dinge. Sie ist einfach da. Sie oh mein Gott, da. War das knapp. U-Boote und Ninjas sind toll. Highspeed ja. Minion. So. Der Wille war da. Me Boys. Yes. Ganz am Anfang konnte ich ja gar nichts. Ich konnte nur mit einem Handy einen Fernseher halbwegs abfilmen. Was ist dann aber, wenn man sein Lieblings-Handyspiel Let's Playen will? Wie macht man das? Hm. Welche Optionen gibt's da? Nun, die Option, für die ich mich entschieden habe, war... Screenshots! Screenshots aneinander rein. Screenshots? Screenshots! Pass auf! A fucking PowerPoint Presentation? Ja, basically. What the fuck? Ich bin wortlos. Level 1. Let's play. AG Quick Memo. Es war aber Bad Piggies war ein fucking gutes Game. Das sah wow. Großartig. Ach so, hätte ich mal gern Let's Play zugesehen. Ja, und dann mein zweites Lieblings-Handy-Game. Bloons Tower Defense 5. Beste Aufstellungen bei Bloons Tower Defense 5. Das ist Bild Nummer 2. Mhm. Bild Nummer 3. Hast du einfach nur. Aber warum? Als jemand, der das noch nie gesehen hat. Was ist denn hat, der Sinn Game? Dahinter? Bild Nummer 4. Spaß. Jetzt kommt. Bild Nummer 5. Das ist jetzt das fünfte Bild. Mhm. Wundervoll. Dann Let's Play Lego Star Wars Hashtag 1. Aller Anfang ist schwer. Und jetzt sind wir hier bei Let's Play Star Wars. Ich muss noch kurz was an der Kamera, das wird dann aber eh rausgeschnitten. Das ist jetzt... Das war meine Catchphrase. Ich schneide das raus. War wirklich basically meine Catchphrase. Das habe ich so oft gesagt. Ich schneide mal raus. Das hätten wir natürlich auch eher schon machen können. Und das sieht hier richtig geil aus. Das Video geht 5 Minuten. Ob wir noch zum Homescreen kommen oder nicht? Ich denke, weiß, ab Minute 2. Er hat das falsche Lego-Spiel geöffnet. Ernsthaft? Das muss ich mal ganz kurz erzählen. Wir haben in unserem Display zu bestellen, gerade gedacht, eine Tastatur und eine Maus. Alle Schläufe sind rein. Dann muss ich ab. Den man in den USB-Anschluss steckt. Und wieso nimmst du nicht die Maus?
die musst du. Bestes Let's Play. Hier sehen Sie, wie man das Spiel nicht starten kann. Ich bin der Herr Skybro. Ich schaffe es nicht, das Game zu starten. Das war's mit diesem Video. Den Anfang schneide ich noch raus. In der nächsten Episode. Meine Brille. Es geht! Zweiten Zahlen. Jetzt kriegt man das geschenkt. So. F2, warte. Warte die ganze Zeit. Das könnte mit diesem. Es hängt auch extrem. Nee, das läuft. Das kriegen wir hin. Oh! Er hat's geschafft! Das kann doch nicht sein Ernst sein! Es kann nicht sein Ernst sein! Das kann der nicht ernst sein! Er ist gesprungen! Du bist der Qui-Gon, ne? Ich bin ja der kleine, fette Obi-Wan. Wer beleidigt denn hier? Pause. Ich wette mit dir, dass die Aufnahme einfach abgebrochen ist, oder dass das Handy nur 5 Minuten geschafft hat und deswegen. Es muss. Ich bin hier der kleine, fette Obi-Wan. Ganz ehrlich, das ist Sakrileg. Das kannst du nicht sagen. Das kann so nicht sein. Das ist Blasphemie. Ja, Blasphemie ist das. Wenn ich meinen Kanal, so die ersten, sagen wir, 8 Jahre meines, oder gut, USB Battles, sagen wir die ersten 6-7 Jahre meines Kanals, mit einem Wort beschreiben müsste, dann wäre das Identitätskrise. Ja. Ich wollte YouTube machen, ich wollte YouTube Fame sein anfangen. Ich glaube, so fing das an. Also ich war kreativ als Kind und dann wollte ich einen Kanal machen und dann ging das aber durch diese YouTube-Stars schon so ein bisschen in die Richtung so, ich will einfach YouTube haben. Ich will es nicht machen, ich will es einfach haben. So. Bis zu dem Punkt kommen wir dann noch drauf, dass dein Bruder meine Videos gemacht hat. Ja, und ich auch. Dieses Video ist der erste Indikator mit, dass ich einfach, also gut, diese Screenshots von eben auch, aber dass ich nicht wusste, was zum Fick ich machen soll. Weil ich war dann auch so, okay, also ich habe jetzt hier 20 Videos hochgeladen, es zieht immer noch nicht so richtig, ich habe keine... Warum nur? Also bei den Top 10 Displays. Was könnte ziehen? Transformers 1 Ending. With the Allspark gone, we cannot return life. Ich habe Transformers 1 Ending, Transformers 2 Ending, einfach nur Transformers 3 Ending. So, sein Gesicht, was ist das? Aber schaut euch unser 2-Stunden Podcast-Video dazu an, wenn ihr sehen wollt, wie wir uns darüber aufregen wollen. Fucking Eigenwerbung hier. Ja. Vor allem, ich habe das ja auch nicht rausgeschnitten, weil was denkt ihr, was ich hätte machen sollen? Ich habe das... Ich glaube, in so einem illegalen YouTube-Konverter runtergeladen. Pause. Aber ich habe diese Szenen halt von YouTube runtergeladen. Wieso? Achso, dann ging es los. Warte. Dann ging es los. Kannst du ja danach noch hin. Ja, es kannst ja raussteigen. Schneid mir alles raus. Dann, was ich eigentlich sagen wollte. Ich habe den Titel gelesen. Lies ihn doch mal vor. Ich will das nicht vorlesen. Mein Mund fühlt sich dreckig an. In einem Auto flutscht der Motor raus. Ich habe einfach angefangen, Dinge, die mir Menschen auf WhatsApp geschickt haben, auf YouTube hochzuladen. Damals gab es kein TikTok, deswegen hat man die auf WhatsApp in Gruppenchats rumgeschickt. Das ist noch auf einem anderen Level als das, weil das ist halt einfach, was hat jemand aufgenommen. Das nächste Video danach ist halt einfach Diebstahl. Pass auf! Ich weiß bis heute nicht, was denen sein Ziel war. So, ich glaube, das ist das nächste Video. Das ist halt einfach legit gestohlener Content. Und das war sogar ein paar tausend Mal geklickt. Das hier jetzt glaube ich nicht. Oh. Aber das folgende Video hat ein paar tausend Aufrufe. Können wir auch gleich noch gucken. Gott, es ist wie so ein Weisheitszahn zu ziehen, weißt du, wenn du an der Tür festgebunden hast. Cool, wie du das damals mit den ganzen erwachsenen Typen gedreht hast. Ja, ne? Ja. Mit solchen Freunden hast du also was gemacht. Mhm. Verwechslungsgefahr, die besten Wortwitze. Das habe ich gesehen, das hast du mir mal gezeigt. Oh nein. Ja. Oh nein. Diese Jokes von damals. Ich hab's einfach geklaut! Das hat mir jemand, vielleicht mein Onkel wahrscheinlich, hat mir das geschickt und ich lade das ins Internet. Ich lade das als mein Video auf YouTube hoch und das kriegt... Mama.
fucking 1497 Aufrufe. Ich dachte, das ist es, ne? Ich dachte, jetzt geht's los. Jetzt bin ich Fame. Das ist der Anfang. Ja, das war der Anfang vom Ende, Digga. Ich kann die Witze nicht sehen. Ich kann die Witze gar nicht sehen. Weil, wer sagt was? Pass, weil der hat einen Sonnenbrand, deswegen brennt das Fett. Oder du gibst. Ey, was? Oh, es ist so beleidigend, ist, ja, alles! Ist das nicht das falsch? Das ist halt so menschenverachtend in jeglicher Hinsicht. Mayo Pommes. Okay, das ist lustig. Ja, das hat aber. Das passt. Also ich meine, macht halt gar keinen Sinn, aber ich mag Mayo Pommes. Also, Hauptsache, jeder zweite davon ist ein fetten Witz, ne? Richtig lustig. Wusstet ihr, dass fette Menschen fett sind? Richtig witzig. Oh, ich kann das nicht mehr. Nee. Ich kann, macht bitte das nächste Video. Bitte. Na, Ey, die Musik ist doch toll. Wachsen lassen. Imposant. Bitch slap. Oh mein Gott! Ist das schon Bauer und Frau oder? Was? So, pass auf, jetzt das nächste ist auch wieder gut. Das ist immerhin halbwegs sowas wie Original Content. Das habe ich nämlich selber abgefilmt. Das ist das Intro von der DVD. Das ist das Hauptmenü von der DVD. Auch gut geklickt gewesen. Also für meine Verhältnisse. Warum nicht, ne? Hängt ja auch nur ein bisschen zum Glück. Nein, sorry, warte, können wir das ganz kurz nochmal anschauen? Das war halt einfach so ein. Ja, das war halt einfach da ging halt der Film los von selbst. Warte, das ist auch gut. Ja. Wir hatten auf YouTube ein Video gesehen. Das könnte ich hier sogar mal einblenden. Oh Mann, kann ich das sogar hier, schneiden wir jetzt mal kurz raus hier und YouTube-Video einblenden. Das habe ich gesehen. Ach, von Rocket. Und dachte, dass ich das einfach, dass wir das auch umsetzen können. Ach so, naja, ist ja easy, ne? Schon allein dieser Shot ist mehr, als ich in meinem Leben je produziert habe. Ja, werde. Definitiv. Das ist halt wirklich auch gut gedreht, ne? Das ist insane, ja. Naja, wir sind ja nicht hier, um gute Videos zu gucken. Stimmt. Wir sind ja hier, um schlechte Videos zu gucken. Aber warum hast du es gesagt, Mann? Sorry. Ja, endlich mal ein gutes Video und jetzt sagt. Die Rohaufnahmen gibt es noch. Die. Ich wollte immer mal probieren, was daraus zu schneiden, aber es funktioniert halt einfach nicht. Also wir sind halt einfach auf so einer Fläche rumgefahren und dann so eine Rampe und dann hat sich das Auto überschlagen. Jo! Na? Muss gegenlenken. Okay, ich schalte die Kamera aus. Aber um zu gucken, was überhaupt geht und um möglichst viel Content zu produzieren, gab es RC Need for Speed 01 die Testfahrten. Das Video ist nichts. Das ist gar nichts. Das ist sowas, was dir dein 10-jähriges Kind zeigt und du dir denkst, fuck. Ba, 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 ba. Von anderen. Oh, wie abgehoben. Ich will mit zwei Rädern darüber fahren, damit er sich überschlägt. Er ist gegen die Kamera gefahren. Oh Gott. Skip mal ein ganzes Stück. Was passiert jetzt? Ein halber Viertelster. Das ist der Dark Knight! Müsste der Dark Knight sein, ja? Fucking hell! Hier eine Explosion einfügen, bitte. Auch bestimmt illegal runtergeladen. Nee, damals, ja, wir haben CDs eingelesen aus der Bibliothek. Nein! Aus dem Tiz! Darf ich das hier reinschneiden? Das ist doch weiß ich nicht. Wie alt bist du in diesem Video? 15? 14? Wie lange du das auch versuchst? Stell dir mal vor, andere mit 14. Ich würde sagen 14, ja. Gehen ich bin mit saufen und verbotenerweise auf irgendwelche Partys und du sitzt zu Hause, Mister. Ich muss, dass den Überschlag macht. Oh, neuer Ansatz. Musik dazu! Fuck! Als wäre das irgendwas Krasses! Es wird aber immer schlimmer, es wird immer langweiliger. Ja! Hast du damals irgendwie gedacht, yo, das gucken sich welche an? Oder? Ich glaube schon. Ich doch, schon. Also, hast du gesehen, hast du gedacht, ja, das macht Spaß, das anzuschauen. Ich dachte auch mit der Musikeinblendung und sowas, dass das was wäre. Ja? Okay, skip mal bis ziemlich zum Ende. Oh mein Gott! Ach, das ist die Live-Cam? Ja, ja. Ah.
Das sage ich jetzt nicht in dem Video. Okay, nee, ich wollte nur wissen, ob du so... Obwohl, nee, das... Nein, tatsächlich nicht. Das... Aber das ist ja doch gesagt! Ich hab's extra so umformuliert, dass ich sage... Und du so, das sag ich jetzt nicht! Und er so, nein! Also, off-camera jetzt! Ja, und drück nochmal Play, das ist dann das Ende des Videos. Soll ich noch ein bisschen vorspulen? Nö, da passiert nichts anderes mehr. Aber du bist jetzt nach draußen. Ja, ciao, ne? Digga, das Auto steckt da fest! Ja, steckst! Es ist auch komplett gestrandet! Du hast ja überhaupt keine Kontrolle über dieses scheiß Auto. In keiner einzigen Szene im ganzen Video hast du irgendwie Kontrolle über eines der Autos. Ja, das hat mich völlig überfordert. Das hat meinen geistigen Kopf geschrieben. Ja, jetzt bring's zu Ende. Nein! Sechseinhalb Stunden später. Ja, willkommen zurück nach unserem kleinen Eisthema-Lör. Ja. Was geht? Das gemacht hat. Wir schauen niemanden an. Nein! Ja, das ist danke fürs Angucken. Bitte unterstützt uns, indem ihr einen Daumen hoch hinterlasst oder uns abonniert. Euer Niklas Film. Aber das ist schon ganz Team. Team. Du und deine Schwester? I guess. Das klingt irgendwie wie so ein kleiner, wie so ein Girls-Cookie-Scout. Ja, genau, so ein bisschen, ja. Bitte kauf von mir, das sind wir wieder. Die besten Bilder von Jetpack Joyride. Wow, dieses Bild. Also beim Jetpack Joyride ist ja noch sinnloser, das Screenshot zu machen. Ja, da hast du ja überhaupt nichts. Wow, du bist aus dem Frame. Oder so. Ey. Sieben Minuten Screenshots! Da wurde sogar was rot umrandet. Ach, weil der da gestorben ist gerade. Ich bin sprachlos. Was gibst du das alles? Können wir das mal auf halber Geschwindigkeit gucken, um das alles zu appreciaten? Nein. Soll ich wieder eine Geschichte draus machen? Nein. Ja, Dampfplan blockiert Kreuzung. Ein random Clip, den ich immerhin selber aufgenommen habe. Ich bin so stolz. Das ist hart. Dann wickelst du dich einfach weiter. Das passiert auch absolut schnell und viel. Ja, ich weiß, jetzt! Okay. Ah! He's coming! Nein, du hast ein Bild! Was? Ist das dieses Internet? Ich hatte hier so einen Becher mit Eistee, den würde ich jetzt gern trinken. Yeah. Ich kauf den. Digga, komm zum Punkt! Kamikaze-Angriff aus dem Militär. Das war dann mit Bandicam immerhin. Das ist immer noch der alte Laptop, der das einfach geschafft hat. Ja, also es ist ja sogar von der Qualität her I.O. so. Also www.bandicam.com. Du machst es großartig. Ist das nicht irgendwie im Militär oder so? Ja, ich kommentiere auch nicht. Ja, das war das Übliche, ne? Ein Kind versteht ja kein GTA, deswegen will das Kind immer nur in die Militärbasis einbrechen. Ja. Guck es dir an. Wo bin ich hier? Wo entschuldige ich mich hier für den Kontrast? Das weiß ich nicht. Wo ist das Commentary generell? Ja, skip weg die Scheiße jetzt. Ja, ich muss... Warte doch. Dabei. Das ist absolut amazing. Wait. Und? Nee, du bist runtergefallen. Oh, hier läuft's aber signifikant schlechter. Junge. Dieses Sniper-Overlay ist ja übel. Ja. Mit Sniper kommt mal weiter. Sniper sieht niemanden, fährt näher ran. Man muss ja auch erstmal die richtige Stelle finden, ne? Jetzt mach das nächste Video an, bitte. Mein Gott. Das nächste Mission. Oh, shit. Oh, wie du überlebst, holy shit. Auf einmal so viel. Oh, zwei. Wow. Jo, wer hast denn nur das geschafft? Ich hab ins Michael Bay-Finale reingeskippt. What the fuck, Alter? Yo. Ey, wie cool du dich fühlst auch. Nee, springst du ohne, du stirbst. Ich glaube, ja, oder? Der Fallschirm wird nicht aufgehen, in Teilen. Ja.
Grandios. Peak YouTube. Das war mein erstes Edit. Ah, oh, fun. Das finde ich bis heute noch ganz cool, ja. Ist halt schlechte Auflösung, aber. So. Ich zeige dir die Welt, Kaninchen. Finde ich bis heute gut, weil du gar nicht drin vorkommst. Welt, wie schön sie sein kann, Kaninchenmann, Kaninchen. Das war ein Riesending für mich. Das war immer noch 2015 oder so, dass ich das einfach geeditet habe. Ja. Also ich habe halt zwei Szenen genommen, die aneinander geschnitten haben. The Forest, großer Gott. Ja, ja. Riech mal. So. Idiot ich beim Zocken. Hatte. Keine Mittel, keine Lust, keine Kapazitäten. Also was dachte ich mir, könnte man machen? Ich nehme den Ton auf, während wir zocken und lade das hoch, weil das ist ja was Originelles. Das kann man ja mal machen. Nur den Sound? By the way, das ist mein, was auch immer, wie man es nennen will, ja. Bild gewesen. Porsche 918 Spider Concept und damit ein herzliches Willkommen zurück zu unserem Let's Play Nitros Field Most Wanted. Ein lang gerade ein bisschen. Was heißt? Muss immer mal auf die Uhr gucken noch. Jetzt 9 Minuten sind wir. Ich dachte mir, das wäre eine originelle Idee und das geben sich die Leute. So als Hörspiel quasi. Let's Play als Hörspiel. So, und was müsst ihr jetzt eigentlich machen? Was ist los? Hä? Nee, wollt ihr euch nicht? Und das ist das ganze Video. Das ist 2015. Das ist das Video. Ja. Und ich war auch damals enttäuscht, dass ich nie eine zweite Folge gemacht habe. Ja, mach weg den Rotz jetzt. Das ist absolut insane. Aber wir müssen doch wissen, was passiert. Ja. Tschüss. Auf Wiedersehen. Wie kriegt man so eine schlechte Audioqualität hin? Ich weiß es nicht. Das kenne ich nicht. Pause, ne? Das war der erste Glimpse von Filmliebe auf dem Kanal. Das war zwar immer noch kein eigener Beitrag, aber das war wenigstens ein bisschen was. Denn ich liebe bis heute noch, aber damals noch mal mehr, Trailer. Mhm. Ich konnte mich einfach schon immer für Trailer begeistern. Und ich habe dann 3 Stück bloß, dann hat es schon wieder aufgehört. Aber ich habe 3 meiner Lieblingstrailer hochgeladen. Und das ist halt jetzt einfach der Fast and Furious 7 Trailer. Nice. Also das ist das ganze Video. Viel Spaß mit dem Trailer zu The Fast and the Furious 7. Mhm. Und wir können, also wenn ihr den jetzt komplett gucken wollt, können wir ja mal erzählen, wie viele Ärsche vorkommen. Weil das ist richtig übel. Ärsche? Die zweite Hälfte dieses Trailers sind nur Frauenärsche. Das okay, ist also weibliche Ärsche. Ja, na klar. Und wo ist Vin Diesel? Nein, ich denke, hier, da, ein bisschen. Aber war kein Zoom. Da, ja, schon, doch. Ja, doch. Ja, ja. Komm, es waren aber schon viele für, oder? Für so 30 Sekunden. Es waren halt auf einmal ganz viele. Ja, nur so Arsch-Content. 4 von meinem Kanal. Manchmal, aus manchen Shots sieht Vin Diesels Glatze auch aus wie ein Arsch. Okay, er ist halt auch. Das Video! Das war bis vor 3 Tagen noch online. Das ist jetzt offline das genommen ist offline. Worden. Hey, warum? Was ist denn passiert? Warum hat denn der Creator das offline genommen? Nein! Das ist deine Privat-E-Mail-Adresse? Ihr könnt euch denken, was ich an der Stelle gesagt habe, oder? Ihr seht ja halt meine E-Mail, das ist mir egal eigentlich. Was? Okay, ich dachte, ich sage safe an der Stelle, muss ich dann rausschneiden. Aber ich sag einfach, fuck it! Fuck it! Sind ja halt meine E-Mail, ist ja egal. Sag doch dein Passwort. Alter, ganz kurz. Okay, stell dir einfach nur mal vor, so 2 Jahre danach wärst du tatsächlich irgendwie viral gegangen und dann hätte irgendjemand dieses Video gefunden mit dieser Mail und dann hätte sich das verbreitet. Du hättest komplett gedoxt werden können. Scheiße. Ich würde sagen, das schneidest du dann aus dem... Also schneid mal raus! Schneid mal raus, ja, ja. Das schneidest du raus. Das war da einfach! Und es war auch die Szene, scheinbar habe ich das schon mal bemerkt oder so, weil genau an der Szene war der Cursor auch. Da bin ich halt dann eingestiegen. Ja. So. Habe da so reingeguckt in das Video und war so... Ja, aber du hast nicht deinen richtigen Geburtstag angegeben. Ernsthaft? Oh ja, genau, oh, genau, ja. Genau. Wie alt bist du? Alter! Wie alt bist du? Ich bin 86 geworden, Isi. 12 Jahre älter. 14! Wow. Rechnen ganz ordentlich mehr. Also es war so ein Online-Game. Das Commentary? Warte mal, das Commentary. Weil Gameplay-Sound ist auch keiner da. Psst. Okay, sieht nicht schlecht aus. Ja. Das ist so, das Video könntest du auch benennen in so, ne? Mehr ASMR. So einfach so ja, dieses Meerrauschen. Ja, ja.
Ich habe eine Muschel an die Kamera gehalten, ASMR. Das ist der Mann. Entschuldigung, versuche mich ein bisschen zurechtzufinden. Ach ja, da ist übrigens die unregistered Version von Craig. Ja. Ah. Dann, das war ein Ding. Sobald ich einen Railgun-Schuss einstecken kann, wieder geht's übelst ab. Ey, das ist ein Browser-Game, deswegen ist da auch das ganze Browser-Firefox-Zeug noch drumherum. Oh. Das war aber cool, das war ein High. Also, das war wirklich ein gutes Game eigentlich für die damalige Zeit. Hat viel Spaß gemacht. Habe ich mit einem Kumpel aufgenommen, der übers Telefon, weil wir hatten ja kein Discord oder sowas, der war über. Die Hausleitung, wie hat man das? Festnetz hat man das genannt. Wir sind so über die Hausleitung, Alter. Ja. Oh, ey, hör auf zu heilen, du Arsch, Spanter. Du Star Wars Fick, was sind denn das für Tiere? Den hört man ja sogar fast übers Telefon. Ich hätte lernen müssen in der Zeit, das weiß ich noch. Meine Eltern durften das, also ich war immer so auf, okay, schnell abbrechen, falls meine Eltern heimkommen, weil ich hätte lernen sollen in der Zeit. Also, ich mit mir. Hallo. Aber wie ist ein Commentary? Ja, wenigstens ein bisschen mehr Commentary, ja? Die waren okay. Für damalige Verhältnisse von dir okay. Flori liegt auf der Seite! Stirb, ich lieg auf der Seite, stirb! Oh, das war schade. Und du stirbst. Oh, das war schade. Schade, das war einfach Trash. Das war weg, schade. Weg. Bist du oder soll ich? Achso, die Maus ist da, also mach ruhig. Ach stimmt, das ist ja gar nicht meine Maus, das ist ja die Maus im Game. Stimmt, der Cursor ist die ganze Zeit mitten im Dings. Das finde ich in der Mitte da drin. Ja. Ha, da liegt einer auf dem Dach. Haha. Eine Mutter. Ja, das war's. Tschüss. Ja, das war's. Tschüss. Ciao. Nun, das ist doch eigentlich ein ziemlich guter Moment, um den ersten Teil dieser... Naja, diese einzigartigen Videoreihe zu beenden. Keine Sorge, ich arbeite schon mit Nachdruck am zweiten Teil und der wird mit Sicherheit genauso wild. Bis dahin habt ihr hier noch ein paar Verlinkungen zu anderen großartigen Projekten aus der Niklas-Film-Vergangenheit. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Es ist wirklich unglaublich, dass ich diesen Quark jetzt seit 10 Jahren mache und unglaublich, was in der Zeit alles auf diesem Kanal passiert und schief gegangen ist. Also wirklich vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Teil und ich hoffe, wir sehen uns in den nächsten Videos, an denen ich gerade arbeite. Ciao! Ich hab ne Gitarre. Mädels. Pizza. Mich. Pizza. Mich. Denn ich habe eine Gitarre und kann auch Wonderwall spielen, falls ihr möchtet. Nein.